Hallo Bayern, erschreckende Zahlen hat mein Fraktionskollege Dr. Christa Magerl kürzlich der Presse vorgestellt. Bei uns in Bayern ist mehr als die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Darunter auch frühere Allerweltsarten wie das Rebhuhn und der Kiebitz. Wir sehen immer seltener Schmetterlinge fröhlich durch die Gegend flattern. Und auch andere Insektenarten werden immer seltener. Unseren Vögeln fehlt somit die Nahrung. Kröten- und Fischarten sind vom Aussterben bedroht. Und immer mehr heimische Wildpflanzen sind auf dem Rückzug. Seit 1970 hat Bayern ein Umweltministerium. Es war das erste in Europa. Aber unter den verschiedenen CSU-Regierungen hat es massiv an Bedeutung eingebüßt. Aktuell ist es nicht mehr als ein umweltpolitisches Feigenblatt der CSU-Regierung. Mehr Naturschutz, das fordern wir Grüne und haben dabei viele Bereiche im Blick. Unsere Naturschutzgebiete, den dritten Nationalpark und mehr Naturschutzforschung. Und den Kampf für das Überleben jeder einzelnen bedrohten Art in unserem Land. Vom 13. bis 15. September geht die Grüne Landtagsfraktion auf Klausur in Landshut. Da geht es auch um das Thema Artenschutz. Wir Grüne wollen eine giftfreie Landwirtschaft für sauberes Wasser, bessere Böden und vor allem für eins, für mehr Blühpflanzen auf unseren Wiesen und Feldern. Dann gibt es hoffentlich bald auch wieder mehr Insekten und wir können öfters fröhlich flatternde Schmetterlinge sehen. Ich wünsche euch allen einen sonnigen Spätsommer. Wenn ihr einen Schmetterling seht, postet doch hier ein Foto drunter. Es muss ja nicht gleich ein Selfie mit Schmetterling sein.